26. Dezember. Fantasiereise Frieden. Setze oder lege dich entspannt hin und schließe deine Augen. Stelle dir vor, du sitzt im Zug und schaust aus dem Fenster. Du siehst die Schneeflocken tanzen, die Landschaft ist weit in den Hintergrund gerückt. Mehr und mehr Flocken erfüllen die Luft. Ein richtiges Schneegestöber bahnt sich da draußen an, während du warm und gemütlich in deinem Sessel sitzt. Die Dämmerung draußen ist grau und kühl. Du kuschelst dich behaglich noch etwas tiefer hinein in deinen Sitz. Weiße Flocken wirbeln an deinem Fenster vorbei und ziehen in großer Geschwindigkeit vorüber. Dem Wind folgend fliegen sie dahin. Draußen ist es dunkel geworden. Der Flockentanz lässt dich angenehm müde werden. Dieses Wirbeln des Schnees draußen führt dich mehr und mehr zu dir selbst. Du sinkst ganz behaglich in deine inneren Welten hinein. Gleichmäßig rattert der Zug über die Gleise und die Vibrationen versetzen dich in einen angenehmen, dämmerigen Zustand. Die wohlige Wärme macht dich etwas schläfrig. Wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du den Tanz der Schneeflocken und zugleich siehst du im Spiegelbild dein Abteil. Undurchdringlich ist das Gewirr der Schneeflocken draußen, während du behaglich hier sitzt. Im Spiegelbild der Scheibe erkennst du, wie Menschen an deinem Abteil vorbeigehen. Aufrechtgehende Menschen, zarte Menschen, kräftige, manche etwas langsam, andere schnell. Möglicherweise hörst du Stimmen, eher ein Gemurmel, denn mehr erreicht dich an deinem ruhigen, entspannten Platz am Fenster nicht. All diese Menschen scheinen irgendwo hin zu wollen. Manche kommen dir vielleicht bekannt vor, aber das ist dir im Moment in deiner Behaglichkeit gleichgültig. Der Schnee wirbelt durch die dunkle Landschaft, die du längst nicht mehr sehen kannst. Genauso wenig nimmst du die Menschen bewusst wahr, die vorbeigehen. Und doch gibt es in dir ein Erkennen, ein Gefühl von Zugehörigkeit. Irgendwie fühlt sich diese Reise an wie eine gelungene und erhabene Erfahrung. Wie du hier sitzt und ruhst, wie der Zug rattert. Die Menschen wandern vorbei. Es ist so, als würdest du sie kennen. Sie sind wie ein Segen, der dich erreicht. Innere Zuversicht berührt dich wie ein glückliches Ahnen. Rattern, malen, das einschläfernde Geräusch des Zuges führt dich immer tiefer zur Ruhe und Entspannung. Langsam fallen dir die Augen zu und dein Atem wird ruhig und gleichmäßig. Still wird es um dich herum und du sinkst tief hinein in dein Innerstes, bist ganz mit dir verbunden. So wundert es dich nicht, dass der Zug anhält und du den Wunsch hast, zu schauen, wo du angekommen bist. Du begibst dich aus deinem Abteil, kommst auf den Gang hinaus, du gehst weiter, wenige Schritte weiter. Da spähst du durch eine Tür und siehst dich der Unendlichkeit des Kosmos gegenüber. Nichts trübt diese Weite, das endlose Universum, hier liegt es vor dir. Nach und nach nimmst du die grenzenlose Weite des Weltalls wahr, die Atmosphäre von Einheit, von Frieden. Unendlich sanft und weit breitet sich der Kosmos im Dämmerlicht vor dir aus. Millionen von Sternen funkeln in der Grenzenlosigkeit. Welch ein Raum, welch eine Weite. Weit hinein in die Unendlichkeit reicht dein Blick. So weit dein Auge reicht, ein Lichtermeer, voller Frieden, unendlichem Frieden. Du siehst die malerische Harmonie des Funkelns, all der Sterne und Galaxien. Das Universum strahlt eine unfassbare Harmonie aus und du nimmst die Schwingung des All-Einen in dich auf, friedvoll, in schwebender Leichtigkeit. Jeder Stern leuchtet und strahlt, irgendwo da draußen so viel Leben und gleichzeitig ist da dieses Schweigen, das die friedvolle Atmosphäre erschafft. Du spürst ein unendlich wohltuendes Gefühl des Angekommenseins. Du spürst dich selbst friedvoll, ruhig und ganz da.
dieses Angekommensein macht dein Herz glücklich. Es nährt und beseelt dich, eines von Millionen Lichtern zu sein, ein ebensolches Funkeln. Du bist ein Teil des großen Ganzen und doch du selbst. Mit einem Atemzug vertiefst du diese Erfahrung des unermesslichen Friedens. Du spürst dich als Teil des Ganzen und bist doch ganz du, so wie du bist. Dieser Frieden, den du spürst, ist dir vertraut. Du selbst bist dieser Frieden, den du rings um dich herum spüren kannst. Erfüllt von diesem Frieden des Universums atmest du. Atmest frei und mühelos, anstrengungslos im Frieden mit dir und der ganzen Welt. Du spürst in dich hinein, wie leicht du dich fühlst, wie einfach Leben ist. Du spürst die Ruhe, die Wärme und nimmst sie ganz tief in dir wahr. Du spürst den behaglichen Sitz, der auch deinen Rücken stützt. Du bemerkst, dass du wieder im Sessel sitzt, der Zug rattert durch die Nacht. Schwaches Licht um dich herum, Spiegelbilder in der Fensterscheibe. Bald wirst du ankommen und zurückkommen in deine Alltagswirklichkeit. Langsam bereitest du dich darauf vor, wieder in deinem Körper anzukommen. Du spürst wieder, wie du sitzt oder liegst. Du bemerkst, wo du dich gerade aufhältst, welche Geräusche oder Gerüche um dich herum wahrnehmbar sind. Nach und nach dehnst und streckst du deinen Körper und vielleicht ist der Frieden in dir noch immer spürbar, wie ein inneres Lächeln. Dieser Frieden, das friedliche Funkeln der Sterne, wird dich begleiten. Wenn du nun in deinem eigenen Tempo die Augen öffnest, um wieder ganz da zu sein, wo du deinen Platz im Leben hast, da zu sein, wo du mit anderen Menschen bist, die genau wie du mit dem großen, friedvollen Funkeln verbunden sind.